Die dritte Hallo, liebe, liebe Fotofreunde. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Heute befinde ich mich am Werratalsee. Der ist Eschwege, also bei der Stadt Eschwege, ist der nicht weit entfernt. Also Randgebiet Eschwege kann man sagen. Und hier haben wir eine wunder, wunder, wunderschöne Aussicht. Ja, und ich war schon mal hier. Ich war schon öfters hier, schon vor zehn Jahren. Und äh, auf der gegenüberliegenden Stelle, also da hinten, da ist jetzt ein äh, haben Sie einen Strand hingelegt, da kann man Bahnen gehen am, äh, im, im Sommer, also am warmen Tagen. Lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Ne? Äh, kann man auch Camping machen, ist gar keine Frage. Also wer hier in der Nähe ist, Eschwege, Werratalsee ist auf jeden Fall ein Ausflugsziel. Ist es auf jeden Fall wert. Ja? Und ich beobachte das hier schon eine ganze Zeit. Vielleicht kann ich ein bisschen Wildlife machen. Ich habe auch mein Tamron 70-300 mm äh, dabei. Also bei ABSC Kopffaktor 1,5 wären ja äquivalent 450 mm tatsächlich. Aber sie sind irgendwo da hinten drinnen. Ja. Aber die machen einen Alarm. Vielleicht hört er das ein bisschen. Ne, jetzt ist es wieder ruhig, das ist wieder typisch. Papa ne, paar Papiers da und feature gehen weg. Vielleicht erwische ich hier einen. Mal sehen. Auf jeden Fall mal einen Salam wie 10 nur noch auf der Stange. Mein lieber Mando. Hätte ich nicht gedacht. So. Ich habe mir hier ein paar schöne Bildausschnitte zusammengelegt und mein Objektiv, das hat heute einen ganz ungewöhnlichen Stand. Ich drehe das mal rum. Also. Da, es steht auf dem auf dem Ast, kann man sagen, oder auf dem Baumstamm. Und zwar, ich wollte ein bisschen Vordergrund reinkriegen. Ich blende euch das jetzt einfach mal ein, damit ihr mal seht, wie der Aufbau aussieht. Und genau so will ich mir mein Bild machen. Ich habe einen Poolfilter draufgesetzt und so habe ich meinen ersten bilderschnitt gewählt. Ziemlich tief. nachher ja. gehe ich noch mal in eine andere Position rein, um weiter nach oben zu kommen. Aber so mache ich mir auf jeden Fall mein erstes Bild. Von den Einstellungen her, ich glaube, ich mache heute doch ein Stacking äh, aus mehreren, äh, ich glaube, ich mache heute vier Bilder, vier, fünf Bilder und verschiebe äh, manuell den Fokus, mache ein bisschen Stacking Aufnahmen, äh, sodass ich ein bisschen mehr Schärfe erreiche, weil äh, wir haben ja hier im Vordergrund, den will, ich äh, den will ich scharf haben äh, und den Hintergrund natürlich auch. Und dann gucken wir mal, was wir so gestalten können. Ja, ich nehme mich auf jeden Fall wieder mit und die Fotos, hier blende ich euch natürlich wieder ein. So, äh, was mir in den Sinn gekommen ist und ähm, was ich nicht ganz beantworten kann, aber vielleicht wisst ihr das ja, und zwar also die Nikon, die hat ja ein äh, Touch Display. Das heißt, also, wenn ich jetzt äh, ich mach's mal den wieder auf nicht, dass ich das hier wieder verschiebe. So, wenn ich jetzt also zum Beispiel hier drauf klicke, verschiebe ich jetzt den. Ja, das äh, war jetzt Vorführeffekt. Also ihr habt gesehen, was ich gemeint habe. Ne? Und ich drücke also nicht auf den Auslöser hier oben drauf, sondern ich nehme dann äh, das hier. Ich will erstmal äh, Auslösung ausmachen. So, und mein Gedanke, der gekommen ist, ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Ich habe einen Fernauslöser da für die Nikon und äh, wie für jede andere Kamera auch. Also es gilt es nicht nur für Nikon, sondern es gilt eigentlich allgemein für alle Kameras, die ein äh, Touchdisplay haben, wo ich hinten auf dem Display per Touch den Auslöser drücken kann. So, die Frage, die ich habe, ersetzt das Drücken auf den Touchdisplay den Fernauslöser. Also theoretisch, wenn ich jetzt äh, die Kamera hier auf den, auf den normalen Auslöser drücke, dann äh, habe ich eine Bewegung in der Kamera drin und das leuchtet mir ein. Ja? Also da brauche ich einen Auslöser. Wenn ich aber auf den Touch drauf gehe, dann habe ich, hab ich keine Bewegung in der Kamera mehr drin. Und die Frage, die ich mir stelle, äh, spare ich mir dann den Fernauslöser oder nicht? Weil die Kamera bewegt sich ja nicht. Ich habe einen Touch, ich habe eine Millisekunde Verzögerung. Äh, wenn ich da drauf gehe, und dann wird erst ausgelöst. Also, ich könnte mir das eigentlich vorstellen, dass man bei Kameras, die jetzt äh, per Dutch Display äh, auslösen können, dass man dann den Fernauslöser vielleicht spart. Ich weiß es nicht, aber vorstellbar ist es. Also, wer das weiß, ich weiß es nicht, ob das äh, der Fall ist, äh, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Das finde ich hochinteressant, weil ich habe das auch noch nirgendwo gefunden oder gelesen, dass das der Fall ist. Aber rein von der technischen Seite her kann ich mir das eigentlich sehr, sehr gut vorstellen. Bei den Auslöser leuchtet es mal ein, den drücke ich halb durch, dann wird also ich fokussiere, drücke halb durch, wird amfokussiert und dann drücke ich ganz durch. Das heißt, die Kamera bewegt sich ja, weil ich habe ein, hab ja eine, eine Mechanik und eine Elektronik da dran haben. So, Bei dem Touchdisplay. Umgehe ich diese Mechanik, das heißt, ich löse eigentlich wie beim Fernauslöser nur auf den Display hinten auf. Ich brauche es nur leicht zu berühren und damit habe ich dann den Auslöser. Also theoretisch müsste ich ja eigentlich den Fernauslöser oder die 10 Sekunden Vorwahl eigentlich sparen können. Ja, das ist so ein Gedanke gewesen, der kam mir äh, vor kurzem, wo ich da gesagt habe, ey, die Kamera bewegt sich überhaupt nicht, wenn du da drauf drückst. Dann hast du noch eine, noch eine Millisekunde, also ein, zwei Millisekunden, äh, hast du noch Verzögerung, bevor das äh, äh, ein klack geht. Ne? Also, ist eigentlich wie beim Fernauslöser. Frage, wer es, wer es weiß, unten beantworten, unten reinschreiben in die Kommentare. Ich freue mich und ich bin echt gespannt drauf, ob das der Fall ist. Weil dann äh, könnte man sich auch jedes Mal zwei Sekunden Vorauslösung äh, sparen, theoretisch. Ja? Würde ich mal gerne interessieren. So. Äh, ich habe vorhin schon mal versucht, ein bisschen wildlife. Das ist ja wie bei, ähm, wie bei Angeln. Ne? Da brauchst du ja echt Geduld. Da brauchst du ja Geduld ohne Ende. Ne? Und ich glaube, die Geduld habe ich heute nicht. Und die Sonne scheint ein schönes Gesicht. Aber hier an diesem Standpunkt war ich auch noch nie. Also ich kenne den See, ich war ja schon, vor zehn Jahren war ich schon mal habe ich schon mal Fotos auf der anderen Seite gemacht. Da gab es diesen Strand noch nicht. Das haben sie vorder äh, vor umgebaut da, äh, da drüben. Und für Kinder ist das echt echt super. Muss ne? ich wirklich sagen, für Kinder ist das echt große Klasse. Und da kannst du mit dem äh, ganzen See drumherum laufen. Äh, das ist etliches. Ja? Hier kannst du auch Bahn gehen, alles drum und dran. Ich glaube, Boot kann man ja auch fahren. Äh, aber hier an der Stelle, wo ich jetzt stehe war ich noch nicht. Das war Zufall, weil man kann zwischen den See quasi gesagt gibt es so einen Parkplatz und dann bin ich daher gelaufen und bin einmal hier drum umgelaufen, habe ich das hier entdeckt. Und für einen Spot finde ich auch das ist echt echt nice. Also muss ich echt sagen, ne? ja, so jetzt äh, packe ich meine Kamera noch mal auf einen anderen Standpunkt. Und da mache ich noch mal ein Bild, aber ich glaube eine Langzeitbelichtung macht heute keinen Sinn, weil äh, wir haben kaum Wasserbewegung. Ne? Und das Wasser ist relativ ruhig und ich glaube nicht, dass da, da werde ich heute keinen D-Filter draufpacken. Wind haben wir auch nicht, heißt also Wolkenzieher kriegen wir auch nicht, also macht wenig Sinn. Ne? Ich habe den Poolfilter drauf gemacht, das reicht. Und ich stelle die Kamera jetzt noch mal unten und mache nochmal mal ein Foto in die Ferne rein und dann, das blende ich euch natürlich gleich ein. Kamera habe ich jetzt ein bisschen gewechselt. Also die äh, die Enden, die machen einen Alarm. Alter Schwede, ey. <laughs> äh, die ziehen Hühner auf der Stange, ey. Die machen einen Alarm, das ist unglaublich. Ja, aber ich kriege immer keine volle Linse. Das ist, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ja, die unterhalten das ganze Viertel. Krass. So. Äh, Kamera habe ich jetzt gewechselt. Ziemlich weit hier unten bin hier Position rein. Und ich, ich denke mal, wir gucken uns einfach mal durch die Kamera an, äh, wie ich den Bildausschnitt jetzt gewählt habe. Und zwar, äh, ich bin jetzt mit dem äh, äh, Bild nicht ganz mittig gegangen, weil ich noch oben äh, die Äste von den Bäumen drin habe. Und dann äh, nehme ich mir die ein bisschen als Rahmen. Und dass ich noch ein bisschen, ein kleines bisschen Vordergrund habe, so dass ich trotzdem eine schöne Tiefe erzielen kann und dann mit mir das Bild eine schöne Wirkung gibt. Rechts äh, sehen wir äh, in dem Bildausschnitt äh, noch ein Stückchen Land, was jetzt in die Mitte reinführt und links auch schon in die Mitte. Das äh, ist halt ein Vorteil von dem 10mm Objektiv und auf jeden Fall mache ich mir so, so meinen Bildausschnitt auf äh, Blende 13. ISO so ein um bei 41 Sekunden. Oder das? Ich weiß nicht, ob wir das hören können. Aber das ist noch leise. Ne? Die, die haben von so einen Alarm gemacht. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. <laughs> so. Äh, ich habe ja mein vorletzten Video äh, äh, gesagt. Äh, mein Gimbal ist ausgestiegen. Ja, der ist defekt. Und ähm, kleine Geschichte dazu. Ich will mal kurz die Eine kleine Geschichte dazu. Das ist ein Zion, ich glaube, ich spreche das nicht richtig aus. Ein Zion Q2. So. Habe ich ein halbes Jahr in Benutzung, war eigentlich immer, immer relativ gut zufrieden damit. Was heißt relativ? Ich war eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Der konnte 360 Grad drehen, also die Kamera 360 Grad drehen. Und war auch nicht groß. Und da hat sie schon ein paar gute Möglichkeiten gehabt, gerade zum Bier oder machen. Ja, also hat mir sehr gefallen. So. Auf jeden Fall ist er äh, letzte Woche ausgestiegen, Beim, äh, wo ich das letzte Video gemacht habe, auf der Arnsburg. Und da hatte ich ihn vorher geladen. Also er ist nicht runtergefallen. Ich bin nicht irgendwo angeeckt. Ja. Äh, die Akkus waren voll. <laughs> und ähm, dann habe ich ihn angemacht und äh, das Einzige, was er gemacht hat, eine Leuchte war rot. Zwei Leuchten haben geblinkt, immer abweg sind, äh, wie so eine Mini-Disco. Ne? So. Und <laughs> ging aber nicht mal an. Also, ich konnte auf Power, also auf diesen Anknopf drücken und äh, immer blink, 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 blink. Dachte schön, Disco, guten Tag. Aber nichts ist passiert. So, Daraufhin habe ich dann äh, den äh, großen Internetkonzern mit den großen, mit den A, angeschrieben. Ne? Und äh, die haben mich verwiesen auf den Hersteller da bin ich dann drauf gegangen die haben den erstmal nicht geantwortet es hat erstmal drei Tage gedauert sage ich okay ne, kann passieren vielleicht ist ja viel Arbeit da auf jeden Fall kam dann die Antwort <laughs> wir haben mit dem Verkauf oder mit der Service nichts zu tun ja, Wenden wenn sich bitte an den Händler wo sie es gekauft haben tja dachte ich mir okay äh, schon interessant also ich habe das problem geschildert was da passiert ist und wollte eine lösung haben und äh, der internetkonzern mit den, mit den a ne, der konnte mir das problem nicht lösen und hat mich deswegen auf den hersteller verwiesen und die geben dann äh, so eine oberschlaue antwort äh, ja wir haben damit nichts zu tun äh, interessiert uns nicht weil die haben sie haben die Ware nicht bei uns gekauft sondern bei einem händler ja oh. Denke ich mir jetzt mein Teil. Ne? Also, ich lasse es uns mal im Raum stehen, was der Support da betrifft. Ich habe es dann geklärt über den über Internetkonzern A. Ich ne? <laughs> keine Werbung jetzt machen. Und es findet eine Rückabwicklung statt. Ich bin noch in der Gewährleistung drin. Alles ist gut. Ja? Und werde mir dann einen neuen Gimbel kaufen müssen. Ja. Tja. Und jetzt habe ich schon äh, ein bisschen geschaut und geguckt, und ich habe nichts anständiges gefunden. Also, äh, wahrscheinlich werde ich doch wieder zu DJI zurückgehen, äh, den OM4, weil äh, der hat eine sehr, sehr gute Akkulaufzeit. Ich habe ihn ja schon mal gehabt ja, und war eigentlich nicht ganz glücklich mit denen und habe ihn wieder äh, zurückgegeben. Ja, jetzt kaufe ich ihn noch nochmal. Mal sehen was aber rauskommt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was da passiert. Auf jeden Fall äh, ist ja klar, wenn ich so eine Antwort kriege von so, ein, so, von so einem Hersteller, wir haben damit nichts zu tun, ne, interessiert uns nicht, äh, dass ich dann natürlich nicht mehr zu diesem Hersteller gehe. ist ja logisch. Ne? Wollte ich schon mal so erwähnt haben. Ne? Ja, aber die Antwort habe ich auch noch nie, nie bekommen bei sowas. Also ist schon, schon cool. Hat was. So. Äh, das soll es von mir erstmal heute jetzt gewesen sein. Äh, sind äh, ein kleiner kurzer Ausflug. Ich wollte euch einfach mal kurz mitnehmen. Ich hatte wieder richtig Bock zum Fotografieren. Und ich finde die Aussicht hier auch wahnsinnig toll. Ja, also das lohnt sich hier auf jeden Fall herzufahren. Wie gesagt, wer Lust hat, Eschwege, Werratalsee ist ein Ausflugsort. Kann man hingehen, ja, ist super. Für Kinder gibt es hinten äh, einen Sandstrand, haben sie gemacht. Den gab es vor so zehn Jahren noch nicht. und ich kann man auf Bahn gehen kann ein bisschen Boot fahren das geht alles ja, alles super und ich freue mich auf jeden Fall über die Fotos die wir heute gemacht haben und die ich heute gemacht habe die gucke ich mir natürlich an also bin ich schon sehr sehr gespannt drauf und wie gesagt die Frage die ich gestellt habe mit dem Touchdisplay ob das den Fernauslöser ablöst einfach mal in die Kommentare reinschreiben ich finde das sehr sehr spannend ob das der Fall ist und dann bin ich auch wieder ein bisschen schlauer ja? und andere auch. Ja? Und da können wir jeden, jeder kann miteinander helfen. Alles ist super. So, ich verabschiede mich jetzt. Jetzt kommen noch äh, kurz die Bilder, die ich geschossen habe. Die blende ich euch natürlich alle ein. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, bleibt gesund. Euer Pierre, bye bye.